Oh Mann, geht hier nach Hause aus der Gigaset Arena. Da sind wir mit einem dicken blauen Auge, eigentlich mit zwei blauen Augen nochmal davon gekommen. Bis zur 86. Minute führst du hier 1-0, kriegst dann den Gegentreffer und Bocholt kann noch das Siegtor auch machen. Okay, wir hatten auch noch ein, zwei Chancen, aber eigentlich war gefühlt die Stimmung dann ziemlich down und Bocholt vielleicht auch ein bisschen besser am Ende. Und dann führt Bocholt im Elfmeterschießen noch mit einem Tor und die müssen nur noch den fünften Elfer reinschießen und wir sind raus. Und dann schießt der den fünften Elfer, nee, den fünften schießt der Heldgolz und wir treffen. Und den sechsten schießt er dann in die Latte und der tropft von der Latte nach unten. Unglaublich. Also so viel Glück kann man eigentlich gar nicht haben, wie wir gerade hatten. Wir sind eigentlich schon raus, der Bottropper muss nur noch den Elfer reinmachen und Golz hält. Unglaublich. Bottropper, habe ich Bottropper gesagt. Bottrop oder Bocholt, alles irgendwo im Norden, im Flachland von Essen. Nur der RW, aber die Stimmung war hier ein bisschen am Kippen gerade. Auch gegen Trainer und so sind da die Fans nicht mehr ganz so optimistisch drauf, dass der das Ruder hier rumreißt, auch in der Liga. Ja, aber wir haben gewonnen, was will man mehr? Ja, guten höheren Sieg. Egal, ab nach Hause. Wunderschönen guten Abend zusammen. Heute bin ich immer mit dem Sandy. Ja, schönen guten Abend. Den Sandy kennt man. Ich weiß nicht, ob jeder von meinen Betrachtern ihn kennt, aber Sandy ist Hafenstraßenmusiker. Macht ganz coole Hafenstraßensongs, die auch bei uns im Stadion laufen. Immer auf jeden Fall auch in meinem Auto auf dem Weg zum Stadion, zu den Auswärtsfahrten. Ja, du scheinst ja guten Geschmack zu haben. Ja, ich meine... auf jeden Fall ist dann auf jeden Fall gehört das immer zum Programm dazu, sag ich mal so, wenn wir auf eine Auswärtsfahrt gehen, dass wir deine Songs ansehen. Und jetzt hat mein Kumpel Malte dich hier gerade gesehen und gesagt, Benny, nimm doch mal dann einen kleinen Clip mit dem Sandy auf, altes Rot-Weiß-Kaliber, sag ich mal so. Ne? Ja, schön. Ja, was sagst du hier heute zum Spiel? Wir spielen in Bocholt. Ja, schön an der Wirkungsstätte hier vom Platz um Kev zu sein. Ich hoffe, Platzo trifft auch. Ich hoffe nur, unsere treffen einmal mehr als Platzo. Ansonsten könnte ich hier so viele Tore hier machen. Ja. Aber weiterkommen ist halt unfassbar wichtig. Wäre das Spiel nicht so wichtig, dann wäre mir auch egal, ob wir heute verlieren. Aber geht um nicht. Geht um viel Kohle, geht um Einzug im Finale. Da gibt es keine zwei Meilen und das Ding, das muss nach Hause gezogen werden. Ja. Aber trotzdem hoffe ich, dass die Jungs ein gutes Spiel machen, unsere alten Recken. Da sagst du, was hier Platzo und Grund, unsere alten RWE-Urgesteine, tragen wir ja immer noch, sag ich mal, so ein bisschen im Herzen. Ja, nicht nur ein bisschen. Klar, also ich extrem, das sag ich dir ganz klar. Ich extrem, Platzo, Kev sich ja sowieso immer bei der Bestehung von der Herzenswünsche im Dezember. Der ist ja auch Essener Botschafter, Botschafter Essener, scheint genau zu werden. Da setzt du dich ja auch ein, magst du ein bisschen darüber erzählen? Na, eigentlich also, sollen die wohl meisten wissen, was ich da mache. Ja, aber vielleicht wissen es nicht alle und da könnte man vielleicht noch Leute motivieren, sich auch für einen guten Zweck einzusetzen. Das Handy unterstützt nämlich soziale Projekte auch durch diese Essener Chancen und ihr sammelt da Geld für Bedürftige. Ja, letztendlich mache ich ja nicht ich das, das machen wir alle, ja. Der ganze Verein macht das ja, der ganze Verein hat ja einen Verein, die Essener Chancen e.V. gegründet und setzt sich für sozial benachteiligte Kinder und Jugendliche im Essener Norden ein. In ganz verschiedenen tollen Projekten. Was ich mache, das ist ja nur ein Projekt, das sind die Herzenswünsche, da geht es um die ganz Kleinen. Und dafür bin ich halt mit der Gitarre das ganze Jahr unterwegs und sammel Spenden. Aber insgesamt, es ist ein großes Kollektiv, was sich dort einsetzt. Und tolle Leute und man hat einfach Spaß da mitmachen zu dürfen. So einfach ist es. Und Kevin Grund hat da scheinbar auch mal was. Ja, Kev ist ja auch Botschafter der Essener Schanken. Er engagiert sich immer noch. Jetzt im Winter war auch wieder mit. Wenn Geschenke bei den armen Kindern vorbeigebracht werden, die normalerweise zu Weihnachten nichts bekommen würden. Das ist so die Aktion, wo der Kev sich noch einsetzt. Repräsentativ, was so ein Fußballstar halt machen muss. Ne? Dafür ist er da. Ich glaube, bei ihm, so wie ich ihn einschätze, ist aber nur meine persönliche Sicht, ich weiß auch nicht, ist das auch nur mehr als nur repräsentativ. Ich glaube, der macht das auch gerne und auch von Herzen. Ne? Auf jeden Fall. Sonst wäre er nicht schon ewig schon so lange dabei. Der Kipp ist ja von Anfang an dabei gewesen. Auf jeden Fall.
Trotzdem nochmal ein anderes Thema, nochmal zum Sport. Aber wie du selbst sagst, heute müssen wir schon gewinnen, weil sonst stehen wir öfters auf, wieder auf so Plätzen wie hier, ne? Sonst stehen wir wieder öfters auf so Bezirkssport, besseren Bezirkssportanlagen, oder? Müssen wir auf jeden Fall gewinnen, ne? Ja, muss ja sagen, wie er gerade schon gesagt hat, das Spiel ist unfassbar wichtig. Weil dann geht es gegen Oberhausen im Finale und was im DFB-Pokal möglich ist, nicht nur sportlich, emotional, sondern dann auch finanziell, da haben wir ja vor ein paar Jahren gesehen. Und dann hoffentlich auch mit uns beiden und spielen alle im Stadion. Ja, oder wie letztes Mal, als wir so erfolgreich waren. Ja, gib ich dir recht. Sandy, ich danke dir sehr, hat mich sehr gefreut. Mich auch. Hier zu sein. Und ich glaube, viele Zuschauer von mir freuen sich total darüber, dich da auch mal zu sehen. Du bist ein echter Urgestein, bist ein bekanntes Gesicht. Jetzt machst du das auch. Jetzt reicht es. Gutes Spiel, ne? Danke dir. Ja. Gutes Spiel. Tschö. Hier, gucken wir mal. Thank you.
Wow. So, jetzt muss der Bocholter verschießen, sonst sind wir raus. Oder Gold zählt mal ein, wäre auch nicht schlecht. Aber ich befürchte, jetzt ist gleich aus. Guck mal.